Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Videospielunterhaltung. Es ist Wochenende, das heißt, wir spielen Earth Defense Force 2017 weiter. Dam, 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 dam. Es wird schön, es wird herrlich, es wird Spaß bringen. Zunächst einmal möchte ich aber zwei Dinge kurz loswerden. Zum einen habe ich mir vorgenommen, die folgenden Earth Defense Force Videos so zu gestalten, dass ich nämlich in jedes Video genau zwei Missionen reinpacke. Wir haben in diesem Spiel insgesamt 53 Missionen, drei habe ich jetzt schon absolviert, also sind jetzt, es kommen halt noch ein paar Videos. Ich hab's jetzt nicht, es ist egal. Jedenfalls, pro Video zwei Missionen, das reicht vollkommen, ihr seht genug und manche Missionen sind eben verdammt kurz, manche Missionen sind ein bisschen länger und ich hoffe so, dass sich das einigermaßen wohl portioniert aufteilen. So, das war das eine. Zum anderen können wir uns nebenbei nochmal unsere Waffen hier angucken. Ich glaube nämlich, wir nehmen jetzt einfach mal eine andere Waffe für die nächste Mission mit. Einfach damit wir ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit mit dem Maschinengewehr rumlaufen tatsächlich. Sondern wir können ja auch mal, ich weiß nicht, White Shot VR. Ein Upgraded Raid Shot, bla bli blub, eine Shotgun. Probieren wir es einfach mal aus. Raketenwerfer würde ich trotzdem mit mir rumschleppen. Also wir müssen ja nicht die ganze Zeit mit AK einfach rumlaufen, also mit dem Maschinengewehr. Deswegen, ich versuche da jetzt tatsächlich in den nächsten Missionen ein bisschen zu wechseln, aber in der nächsten Mission brauche ich, glaube ich, ziemlich dringend einen Raketenwerfer oder einfach irgendwas, was Wumms macht. Deswegen behalte ich da jetzt Cascade One nochmal. Nochmal eine andere Sache, die mir so spontan einfällt. Also ich habe jetzt letzte Woche meine ersten beiden Videos hochgeladen zu diesem Spiel und es waren einige Kommentare dabei von Leuten, die gesagt haben, das Spiel ist irgendwie voll doof, muss man das mögen? Mag ich nicht, bla, gucke ich mir nicht an oder so. Aber es waren auch einige sehr positive oder sagen wir neugierige Stimmen dabei, was mich sehr zuversichtlich für dieses Projekt gestimmt hat. Und dementsprechend freue ich mich darauf, das Ganze jetzt einfach mit euch zusammen zu machen. Mit Mission 4 zunächst einmal. Große Insekten überall in der Stadt, die irgendwelche Bewohner und so weiter auffressen und angreifen und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt irgendwie wieder ein Team unterstützen. Wir machen das Ganze auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und nebenbei führen wir an der Stelle noch etwas ganz Neues ein. Ich weiß, dass dieses Spiel so ein ganz kleines bisschen stupid in Anführungszeichen ist, deswegen will ich natürlich irgendwie meine Videos so ein ganz kleines bisschen aufwerten. Und wie macht man das am besten? Indem man so ein ganz kleines bisschen was Banales mit reinbringt. Wir drücken kurz Start. Der Hering guckt auf seinen Computer, der Hering ruft erstmal das richtige Fenster auf, damit er auch was lesen kann. Ja, ich lese jetzt nämlich was vor. Ich packe ab sofort in jedes Earth Defense Video mindestens ein, wenn nicht gar zwei Zitate von irgendwelchen mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten rein. Und ich werde sie vorlesen und wir werden darüber diskutieren. Können, dürfen, müssen, sollen oder so. Zumindest habe ich dann irgendwas, worüber ich labern kann, so ungefähr. Den Anfang macht an der Stelle jetzt auch tatsächlich mein Namensvetter in Anführungszeichen. Der gute Ernest Hemingway. Ja. Er war US-amerikanischer Schriftsteller, man mag es kaum glauben, das hätte ich jetzt auch tatsächlich so wissen können, ohne dass ich es ablese, aber ich habe es trotzdem abgelesen. Es ist egal. Der gute, junge, mehr oder weniger junge Mann, der gute verstorbene Mann mittlerweile, hatte jedenfalls irgendwann einmal gesagt, Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Entschuldigung. Es wäre besser, wenn ich die Zitate halbwegs fehlerfrei tatsächlich vorlesen könnte. Sehr interessanter Spruch. Glück, das ist einfach eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Könnte fast von mir sein, irgendwie. Ja. Ich finde ja, dieser Mann, was fällt mir zu Hemingway ein? Das Blöde an der Sache ist jetzt fast, dass mir so richtig viel gar nicht zu ihm einfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nie auch nur eine Kurzgeschichte von ihm gelesen. Da hinten sind, oh, unsere ersten Insekten. Ich habe nie irgendwelche Kurzgeschichten von ihm gelesen. Ich merke gerade, Shotgun ist irgendwie komisch. Nie irgendwelche Kurzgeschichten von ihm gelesen. Ich habe einen Kurzgeschichtenband von ihm hier zu Hause stehen und auch noch gar nicht so lange. Das heißt, ich habe mir diesen Band eigentlich gekauft, weil ich mir vorgenommen habe, ihn auch tatsächlich irgendwann zu lesen. So in naher Zukunft. Aber momentan bin ich noch mit ein paar anderen Büchern beschäftigt und so weiter. Also das ist alles nicht so einfach. Zumal ich bin so jemand, also ich sage ja auch immer, ich habe nicht so viel Zeit zum Zocken und so und Let's Playen und keine Ahnung was. Und das ist, fällt sich mit dem Lesen eigentlich ähnlich. Beziehungsweise ich muss mir das halt in meiner Freizeit so ein ganz kleines bisschen aufteilen. Das heißt, also ich sag mal so, Lesen mache ich eigentlich fast nur entweder vom Schlafen gehen, wenn ich nochmal so ein kleines bisschen die Ruhe finde. Oder aber wenn ich
Dort rechts ist noch irgendwo ein roter Punkt. Oder aber, wenn ich Mittagspause habe, also auf Arbeit oder so, und ich ansonsten in meiner Mittagspause nichts Großartiges vorhabe oder so, dann setze ich mich auch ganz gerne mal irgendwo hin und lese halt in meinen Büchern weiter. Das sieht irgendwie lustig aus, wie die da jetzt hängt. Ja, lese ich in meinen Büchern weiter. Momentan lese ich ein sehr, naja, also kann man das humoristisches Buch nennen? Ich weiß es nicht genau. Es, ja, hat so eine ganz kleine Zombie-Thematik. Da sind viele Insekten. Ja, Zombie-Thematik. Es ist von Max Brooks, dem Sohn des legendären Mel Brooks. Also die Filme von Mel Brooks, die kennt man hoffentlich. Und im englischen Original heißt es World War Z. Also das ist praktisch eine fiktive... Die Dinger fliegen extrem gut mit der Shotgun, merke ich gerade. Komm mal her, meine Kleine. Komm mal her. Ja, put. Komm mal her. Boing. Die fliegen echt gut. Also wow, die Shotgun gefällt mir. So, und boing. Meine Fresse. Ja, der Hering hat neues Spielzeug gefunden. ja. Ich lese gerade World War Z, ein sehr interessantes Buch von Max Brooks. Und es ja behandelt so eine kleine Was-wäre-wenn-Situation. Nämlich, was wäre, wenn es tatsächlich irgendwann einmal zu einer Zombie-Epidemie auf der Welt kommen würde und so. Und wie würde sich die Welt verhalten? Wie würden sich die Menschen verhalten? Was würde generell passieren irgendwie? Und ja, das Buch ist... Also es ist keine richtige Satire oder irgendwas in der Hinsicht, weil es nicht mal besonders lustig geschrieben ist. Es sind tatsächlich fingierte Tatsachenberichte von dem, was halt hätte passieren können oder so, wenn es tatsächlich mal so einen Krieg gegeben hätte oder wenn es mal so einen Krieg geben würde. Also das ist sehr faszinierend. Das da oben ist übrigens auch sehr faszinierend und das ist auch der, ja quasi gesehen, einzige Grund, warum ich tatsächlich eine Waffe mit größerem Wumms brauche, weil ich irgendwie diesen Turm zum Einsturz bringen muss, weil ansonsten komme ich an diese Viecher dort oben nicht ran. Wir machen jetzt einmal so, da geht der Funkturm hin, aber da gehen auch die Viecher hin, so einigermaßen zumindest. Und ja, jetzt ballern wir hier noch ein bisschen Raketenwerfer drauf und dann entledigen wir uns der kleinen süßen Insekten, die jetzt so langsam auf sich auf mich zugestimmt kommen, das ist schlecht. Dab. Das Problem bei der Shotgun ist, merke ich nur leider so ein ganz kleines bisschen, ich habe nur 8 Schuss. Und diese Schüsse hauen zwar mächtig rein, aber wenn ich nachladen will, dann dauert das so eine ganz kleine Weile. Also ihr seht, dieser Reload-Balken, der läuft die ganze Zeit und ist, ja, der grüne Balken läuft dann die ganze Zeit tatsächlich, bis er wieder voll aufgeladen ist. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht gibt es ja, vielleicht habe ich ja schon eine bessere Shotgun, also die so ähnlich ist, aber schon eine bessere Nachladezeit hat. Weil das muss man ja auch mal in dem Spiel ankreiden oder so. Ich weiß nicht genau, wie man es nennen will. Also, oh. Ja, gut, okay. Ich glaube, jetzt erklären sie es uns so ungefähr. Die komischen Insekten kommen aus den Raumschiffen raus. Beziehungsweise, nein, jetzt sehen wir es, glaube ich, an der Stelle einfach mal. Moment, ich gucke gleich wieder hin. Aber erstmal Armor. Genau, so. Die Raumschiffe fliegen jetzt so ein kleines bisschen Richtung Erdboden, könnte man sagen. Und, ja, nanu, was machen die Ravagers denn da? Also, Ravagers sind die Aliens. Ich hatte es, glaube ich, so andeutungsweise beim letzten oder vorletzten Video schon mal vorgelesen. Und, ja, was machen die Ravagers da? Die fliegen mit ihren Raumschiffen jetzt irgendwie so nah Richtung Erdboden und so. Ich weiß ja nicht, was haben die denn vor? Oh mein Gott, das ist ja irgendwie doof und so weiter und so fort und bla und blub. Und kann jetzt langsam mal was passieren, weil mir fällt nichts mehr ein. Halalalala. Und oh mein Gott, die Luken öffnen sich. Und was könnte das nur bedeuten? Igitt. Ach so. Ach so, das macht natürlich Sinn. Die ganzen Viecher kommen aus den Raumschiffen raus. Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, gut. Können wir nichts machen an der Stelle? Naja gut, wir können schon ein bisschen was machen, aber in erster Linie, ups, müssen wir uns mal um diese komischen Ameisen hier kümmern, weil wir wollen nicht solche großen Ameisen bei uns im Vorgarten stehen haben. Generell, ich habe so eine ganz kleine Abneigung gegenüber Ameisen, möchte ich an der Stelle ruhig auch mal loswerden. Der eine oder andere wird es ja wissen, ich bewohne eine Wohnung, die im Erdgeschoss liegt. Erdgeschosswohnungen sind relativ praktisch. Weil, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel viel einkaufen war oder so, dann braucht man nicht erst die ganzen Tüten so hochschleppen und so. Also, das habe ich früher gehasst. Also, ich hatte auch mal eine Wohnung, ne, beziehungsweise, das heißt, ich hatte eine Wohnung. Ich hatte mit meiner Familie mal eine Wohnung bewohnt, die so im dritten Stock war, im vierten Stock.
Einmal auch im siebten Stock, es war sehr schön. Okay, die im siebten Stock, da gab es wenigstens auch einen Fahrstuhl, weil das war halt ein richtiges Hochhaus und so. Aber davon abgesehen, ist egal. Nebensächliche Fakten über den Hering, wuhu, wir können nicht genug davon bekommen. Ja, momentan wohne ich jedenfalls eine Wohnung im Erdgeschoss, was, wie gesagt, relativ praktisch ist wegen so kleineren Nichtigkeiten, aber ist auch relativ unpraktisch, was Viecher und sowas angeht, weil ich habe in meiner Wohnung auch von Zeit zu Zeit und insbesondere im Sommer so ein klitzekleines Ameisenproblem, welches ich momentan relativ gut in den Griff bekommen habe. Aufgrund so kleiner, ja, Döschen oder so. Ich weiß nicht, wie man sie nennen will. Man kann sie bei Schlecker und bestimmt auch Rossmann und ähnlichen Fachhandelsketten oder so kaufen. Das sind so, ja, kleine Dosen, die macht man auf. Also da bricht man so eine kleine Klappe praktisch ab. Dann kommen die Ameisen da irgendwie angelaufen, weil die so einen gewissen Wirkstoff riechen. Und die schleppen dann das Zeug, was in diesen Dosen ist, dann mit in ihren Bau zu der Königin. Und wenn die Königin und die kleinen Kinder, Babyameisen und sowas, das fressen, dann geht irgendwie der ganze Bau hops. Und seitdem ich diese Dosen hier aufgestellt habe, laufen hier auch tatsächlich keine Ameisen mehr herum. Also ganz offensichtlich habe ich einen ganzen Ameisenstaat getötet, aber ich bin zufrieden damit, weil jetzt lassen mich die Viecher wenigstens in meiner Wohnung in Ruhe. So, okay, das war eine Mission, die war sehr interessant und schön. Und jetzt machen wir noch eine andere Mission. Ich weiß nicht genau, was nehme ich jetzt mit? Handbomb. Special, bla. Nehme ich einen Flammenwerfer mit? Ich weiß nicht, wie gut der Flammenwerfer ist. Keine Ahnung. Ja, Raketenwerfer habe ich auch mit dabei. So, Suche, bla. Ja, Ravagers sind natürlich volle Invasions-Blablub. Die Luft... Na, unsere Lufteinsatz-Dinger. Unsere... Die Air Force. Ihr wisst schon. Mein Gott. Wie nennt man das? Wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich muss es nur übersetzen, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ist egal. So, ja. Wir. Also... Unsere Lufteinsatztruppen und so, unsere... Ich komme jetzt wirklich nicht auf den Namen. Wie nennt sich denn das? Es ist nicht Marine, es ist nicht Infanterie, es ist die... Na? Wie nennt man denn die Truppen, die hier mit, also Kampfhubschraubern, beziehungsweise Kampfjets und so. Also das, ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Es ist so bescheuert. Egal. So, jedenfalls werden jetzt unsere Kollegen so die Raumschiffe der Ravagers angreifen, während wir uns so als Bodentruppe praktisch gesehen um, ja, die Ameisen kümmern. Es ist übrigens schön, dass der Funkturm wieder da ist. Es ist übrigens auch schön, ja, also ihr müsst quasi in diesem Spiel damit leben, dass es gibt mehrere Maps, sagen wir es mal so. Es gibt aber nur eine Stadt in dem Sinne. Das hier ist ein schöner Flammenwerfer. Jo, gefällt mir. Dop, 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 dop. Ich habe einen Flammenwerfer. So, Ameisen, kommt her. Ich verbrenne euch alle. La, 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 la. Jetzt bin ich gespannt, wie das Nachladen bei dem Ding ist. Also ein kleines bisschen brauchen die. Also ich muss hier ein bisschen länger auf kleiner Flamme rösten, damit sich tatsächlich da etwas tut, aber naja, na, es ist noch okay, ja, es ist einigermaßen vertretbar, was wir tatsächlich so haben. Reload, okay, jetzt sehen wir es. Mhm. Ja, blöd, dass die Körper so zeitweise ein ganz kleines bisschen liegen bleiben. Boom. Ja, so, weg. Irgendwann nach einer gewissen Zeit verschwinden sie. Ich weiß nicht, wonach sich das richtet. Es ist egal. Ja, ich hatte so andeutungsweise versucht zu erklären, es gibt mehrere Maps in dem Spiel, aber es wiederholt sich auf eine gewisse Art und Weise schon. Und ihr seht es eben zum Beispiel an dem Funkturm dort hinten. Also in einer anderen Mission hatten wir ihn natürlich schon platt gemacht, aber in der Mission hier ist er halt wieder da. Und das ist halt dieselbe Stadt und so weiter und so fort. Und ja, lustig mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Abwechslung pur, keine Ahnung. Man muss dem Spiel aber auch zugutehalten, zum Schluss... Na, was heißt zum Schluss? Also im Laufe der Missionen, man merkt so ein ganz kleines bisschen, dass sich etwas auf der Welt tatsächlich verändert. Was schlicht und ergreifend natürlich daran liegt, dass die Ravagers... ja, Schrägstrich, beziehungsweise die Aliens einfach mehr und mehr von der Welt so nach und nach kaputt machen. Und dann hat man so als Mensch ein ganz kleines Problem, weil dann sieht auch die Landschaft natürlich total verwüstet aus und so. Und eigentlich zielt die ganze Story darauf ab. Waren da hinten nicht noch welche? Nee. Also, nebenbei könnte ich vielleicht den Radar nochmal erklären. Oben rechts seht ihr ja den Radar, die blauen Punkte, das sind alles meine, Kollegen.
Und die grünen Punkte, das sind Sachen, die ich einsammeln könnte. Und die roten Punkte sind natürlich die Feinde. Und was ich gerade erzählen wollte zu der Story. Also das Ganze zielt praktisch gesehen darauf ab, dass es bis zur vorletzten Mission eigentlich die ganze Zeit so scheint, als hätten wir absolut keine Chance gegen die Aliens und so, weil wir bekommen die ganze Zeit nur Hiobsbotschaften so geliefert. So nach dem Motto, ja, jetzt wurden irgendwie die Truppen von Europa ausgeschaltet und jetzt die Truppen von Amerika und die Truppen von Japan, wo wir uns halt befinden, die sind auch schon ganz stark dezimiert und so und ja, irgendwie ist alles extrem scheiße und Aliens sind doof und so. Und ja, das bekommen wir halt im laufenden Meter so gesteckt und eigentlich ist das ganze Spiel extrem, ja, wie soll man sagen, negativ. Also, wir haben nicht große Chancen gegen die Aliens und ich glaube, das will das Spiel eigentlich auch gar nicht so richtig vermitteln, aber naja, es ist halt ein bisschen schwierig, sagen wir es mal so. Interessante Frage, jetzt haben wir irgendwie alle Aliens ausgeschaltet, aber war es das jetzt oder war es das nicht? Keine Ahnung. Mal gucken. Nebenbei wird bestimmt ein bisschen gelabert, aber ich habe den Sound gerade von meinem Fernseher extrem runtergedreht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Dieser Funkturm sollte jetzt bitte einfach mal wieder weggehen, weil, ja. Also ich finde ja, einmal zerstört ist, also, beziehungsweise doppelt zerstört hält besser. Oder so. Ja, nü. Ich weiß nicht. Ah, oh. Ah. Ah. I. Oh. Oh, neuer Gegnertyp. Hallo. Okay. Ja. Da bin ich jetzt extrem froh, dass ich meinen Raketenwerfer mitgebracht habe. Das sind jetzt so die Lufttruppen der Ravagers. Sie sind zahlreich, sie sind böse, sie verschießen irgendwelche Laserstrahlen und ähnliches, aber sie sind jetzt nicht so eine große Nummer, als dass man sie nicht irgendwie mit Raketenwerfer ausschalten könnte. Aber vorzugsweise sollte man dann natürlich auch mal treffen. Was jetzt nicht so sonderlich schwierig ist, wenn man sieht, auf was für einem Haufen die hier so zusammenfliegen. Und jetzt macht es so richtig bum, bum, bum. Und jetzt merkt man, dass das Spiel so ganz leichte Engine-Probleme von Zeit zu Zeit hat. Denn es ist ja schön und gut, dass man verdammt viele Gegner so auf dem Bildschirm hier hat und so. Und das sieht ja auch alles verdammt nett aus, wie hier alles explodiert und alles irgendwie so in den Einzelteile zerfliegt. Aber davon mal abgesehen, das Spiel läuft jetzt an dieser Stelle jetzt nicht mehr so hundertprozentig flüssig. Und das Ganze im Zwei-Spieler-Modus, glaube ich, nochmal ein ganz kleines bisschen. Ja, da ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Aber davon mal abgesehen, mein Gott, ja. Es macht Spaß, es ist schön. Ich meine, dafür, genau dafür liebe ich dieses Spiel. Es ist so, ach mein Gott, jetzt kämpft man hier irgendwie gegen hunderte von Alien-Raumschiffen und so, die die ganze Zeit so planlos über einen hinwegfliegen, die ganze Zeit auch irgendwie versuchen, irgendwie einen zu treffen, aber irgendwie es auch nicht so richtig schaffen. Und nebenbei können wir auch mal wieder auf Armor-Sachen und ähnliches achten, weil wir wollen ja eine längere Lebensenergieleiste in jedem Falle haben, damit wir dann in den späteren Missionen nochmal ein bisschen besser gerüstet sind, tatsächlich. Und von den Explosionen der Raumschiffe kann man übrigens nicht getroffen werden. Also wenn die tatsächlich so auf den Boden fliegen und das macht dann Boom, 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 das macht mir keinen Schaden. Das Einzige, was mir tatsächlich Schaden macht, sind eben die ja, Lasergeschosse der komischen Raumschiffe. So, da hat wieder jemand Armor verloren. Ja. Immer wieder Raketenwerfer nachladen, dab, dab, dab. Wobei ich eben froh bin, dass ich jetzt mittlerweile schon einen Raketenwerfer so habe, der ein paar Schuss mehr hat, die ich auch theoretisch ein bisschen schneller abfeuern könnte. Ich mache das gerade ein bisschen, also ich versuche es platziert zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich auch eigentlich die ganze Zeit so lieber drauf ballern. Boom, 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 boom. Und dann treffe ich schon irgendwann. Ja. Und nebenbei noch Sachen einsammeln. Es ist nicht einfach. Ganz viele Sachen einsammeln. Ja. So, irgendwelche Reisbällchenpackungen, ich weiß nicht genau. La 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 la. Böses Raumschiff, böses Raumschiff. So, hui. Zwei auf einen Streich. Halala. Und Feuer und Feuer und. Und ich finde persönlich ja, also das Design der Alien-Raumschiffe, das gefällt mir schon ziemlich. Beziehungsweise auch einfach, wie sie gestaltet sind. Diese metallische Oberfälle. Diese metallische Oberfläche, die hat es mir total angetan. Ich finde, das sieht extrem geil aus. Und dank meinem ganzen HD-Gedöns und so, externe TV-Karte, FTW, sieht man das Ganze jetzt, glaube ich, auch auf YouTube relativ gut. Also die Grafik von dem Spiel, klar, die Umgebung ist jetzt nicht so Bombe und so, aber also die Raumschiffe sind nett, finde ich. Und auch die Explosionen und so. Ja, doch, mein Gott. Also es gibt Schlimmeres, ganz ehrlich. La 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 la.
Ich muss gleich mal, glaube ich, den Sound für mich ein bisschen lauter drehen. Beziehungsweise das gleich mal. Das wird ja jetzt die letzte Mission in Anführungszeichen sein, die wir tatsächlich am heutigen Tage sehen. La 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 la. So, dich mache ich jetzt noch irgendwie. Oh, wieder zweimal auf einen Streich. Die Waffe, da will ich noch haben. Vielleicht, eventuell, kann ich sie noch einsammeln. Eventuell, ich glaube, es hat noch einigermaßen gepasst. So, und nun sehen wir ganz viele Sachen, die ich eingesammelt habe. Jede Menge Armor. Die letzte Waffe hat irgendwie nicht mehr gezählt, weil die Mission da schon beendet war oder so. Keine Ahnung. Granatenwerfer, ganz viele Granatenwerfer. Vielleicht nehmen wir beim nächsten Mal einfach mal noch einen Granatenwerfer mit. Ja, ich glaube schon. Da dürfen wir uns jetzt schon drauf freuen, aber das soll es an der Stelle trotzdem erstmal gewesen sein. Ich war der Herringway, das war Earth Defense Force 2017 für heute. Geballte Informationsflut und so. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Herringway sagt tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.